Hallo, wie man so ein Tuch häkelt, zeige ich euch heute. Man beginnt in der unteren Mitte und nimmt dann beidseitig Maschen zu. Verwendet habe ich dafür von Prolana die Dream Lace. Sie besteht zu 75% aus Schurwolle, 25% Polyamid und hat eine Lauflänge von 200 Meter auf 50 Gramm. Man kann dieses Garn auch als Suppengarn verwenden. Ich habe es jetzt hier für ein Tuch verwendet und arbeite dafür mit Häkelnadel Nummer 4. Ja, genau, Häkelnadel Nummer 4. Diese hier ist von Adi und ich verwende eine Nadel ohne Griff, weil man für diese Noppen um die Maschen herum zurück einsticht und dann eine Nadel ohne Griff etwas besser geht. Wenn ihr das aber nicht habt, es geht auch mit Griff. So, wie gesagt, man beginnt in der unteren Mitte. Und man schlägt zunächst 6 Luftmaschen an. Locker anschlagen, damit ich wieder gut einstechen kann. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann arbeite ich in die erste Masche 3 Stäbchen. Ich hole also einen Umschlag, steche in die erste Luftmasche ein, hole den Faden durch, hole den Faden und ziehe ihn durch 2 Schlingen und nochmals den Faden und durch die restlichen 2. Jetzt habe ich das erste Stäbchen gearbeitet, das zweite genauso und dann das dritte. So, und nun kommen diese Noppen, die diese Wicklungen hier erzeugen im Maschenbild. Ich nehme einen Umschlag auf die Nadel und steche zurück um diese 3 Stäbchen herum, hole den Faden durch, nehme wieder einen Umschlag auf die Nadel, steche nochmal ein, hole den Faden durch und das Ganze noch einmal. Und jetzt habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Schlingen auf der Nadel. Dann hole ich den Faden und schlinge alle 7 Schlingen zusammen ab. Jetzt arbeite ich eine Luftmasche und nun folgt ein Doppelstäbchen nochmals in die erste Luftmasche. Ich nehme also 2 Umschläge auf die Nadel. Steche in die erste Luftmasche ein, hole den Faden durch, hole den Faden und ziehe ihn durch 2 Schlingen und nochmals durch 2 Schlingen und nochmals. Dann häkle ich 1, 2, 3, 4, 5 Luftmaschen. Wende die Arbeit und nun häkle ich um diese letzte Luftmasche herum, also hier in diese Lücke, meine ersten 3 Stäbchen. 1, 2, 3 und nun folgt wieder eine Wicklung um diese 3 Stäbchen herum. Ich nehme einen Umschlag auf die Nadel, steche zurück und hole den Faden durch. Einmal, zweimal,
dreimal. Und dann den Faden holen und alle 7 Schlingen zusammen abmaschen. Jetzt arbeite ich 2 Luftmaschen. Und meine nächste Nupper arbeite ich nun hier nach der ersten. Also wieder 3 Stäbchen zunächst. 1, 2, 3 und wieder die Nuppe um die Stäbchen herum. 1, 2, 3, bis ich 7 Schlingen habe. Dann den Faden holen und durchziehen. Und jetzt am Ende nur eine Luftmasche und ein doppeltes Stäbchen hier in die 4. Luftmasche. 1, 2, 3, 4. Hier ist die 4. Luftmasche. Und dann ist die 2. Reihe fertig. Die 3. Reihe beginnt wie die 2. Reihe. Ich häkle 5 Luftmaschen. 3, 4, 5, wende die Arbeit und häkle hier die erste Nuppe unter die letzte Luftmasche der vorigen Reihe, also um diese einzelne. Dann die Nuppen, wie bereits gezeigt, immer um diese 3 Stäbchen herum. Und jetzt folgen 2 Luftmaschen. Ich befinde mich in der Mitte des Musters. Und nun um die 2 Luftmaschen der Vorreihe meine nächste Nuppe arbeiten. Zunächst 3 Stäbchen. Und jetzt wieder um diese 3 Stäbchen herum die Nuppe. Und wieder 2 Luftmaschen und hier nach der letzten Nuppe noch einmal 3 Stäbchen häkeln. Und auch um diese 3 Stäbchen wieder eine Nuppe. 1, 2, 3. Und nun am Ende nur eine Luftmasche, 2 Umschläge auf die Nadel nehmen für das Doppelstäbchen und hier die 1, 2, 3, 4. Luftmasche abzählen und in die 4. Luftmasche das Doppelstäbchen häkeln. Jetzt habe ich die 3. Reihe fertig. Weiter geht's zur 4. wie gewohnt mit 5 Luftmaschen wenden, 3 Stäbchen um die letzte einzelne feste Masche der Vorreihe dann um diese 3 Stäbchen herum die Wickelnuppe und jetzt wieder 2 Luftmaschen in der Mitte des Tuches immer 2 Luftmaschen bis zur nächsten Nuppe und nur nach der allerletzten Nuppe nur eine Luftmasche häkeln. Wichtig ist, dass ihr hier locker arbeitet bei diesen Wicklungen, dass sich diese 3 Stäbchen nicht zu sehr zusammenziehen. Also hier immer schön ein bisschen den Umschlag hochziehen. Und am Ende eben diese 3 Stäbchen
nach der letzten Nobbe der Vorreihe, um diesen Luftmaschenbogen aus 5 Luftmaschen arbeiten, sodass in jeder Reihe eine Nobbe mehr gearbeitet wird. Jetzt wieder nur eine Luftmasche, 2 Umschläge, hier die erste, zweite, dritte, vierte Luftmasche abzählen und einstechen und das Doppelstäbchen zum Abschluss häkeln. Und nun habe ich 4, in der ersten Reihe hier hatte ich eine Nobbe, 2, 3, 4 und jetzt geht es einfach so weiter, sodass ich eben in jeder Reihe eine Nobbe mehr habe. Das Muster bildet hier zum mindestens einen 90-Grad-Winkel, je nachdem wie man es sieht, eher einen 100-Grad-Winkel, sodass das Tuch leicht flach wirkt, also nicht genau ganz spitz, sodass es etwas länger ist wie hoch und sich angenehm tragen lässt. Ja, und so macht ihr einfach immer weiter. Wer eine schriftliche Anleitung benötigt mit Häkelschrift, findet diese unter dem Video verlinkt. Und nun hoffe ich, dass euch das Video Spaß gemacht hat. Dann abonniert meinen Kanal. Ich stelle immer wieder neue Ideen ein. Dann hoffentlich bis bald, eure Veronika.